Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir machen heute ein Q&A. Kein Blatt vor dem Mund. Ihr habt mir bei Insta Fragen gestellt. Die werde ich heute ausführlich beantworten. Auf dumme Fragen werde ich nicht eingehen. Da sind natürlich ein paar bescheuerte Fragen dabei, die, denke ich mal, niemanden interessieren. Wir sind jetzt ungefähr 8 Wochen bis Alicante, bis zum Wettkampf. 9 Kilo müssen noch runter. Bin ein bisschen am struggeln. Aber was soll's. Ich denke mal, wir fangen jetzt erstmal mit den Fragen an. Adam, da. Hättest du einen Sohn, würdest du ihn coachen, wenn er Bodybuilding machen will? Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich dem sagen, dass der sich auf jeden Fall sofort eine andere Sportart suchen soll und gar nicht mit dem Scheiß anfangen soll. Jetzt ohne Spaß. Ich würde den, glaube ich, zum Kampfsport schicken und erst gar nicht mit dem Fitness, Bodybuilding und keine Ahnung was anfangen lassen. Denn es ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt. Meinung zu Schichtarbeit und dass man früher oder später zunimmt wegen gestörten Biorhythmus. Ich persönlich bin auch Schichtarbeiter. Ich arbeite in einer Chemiebude im Dreischichtsystem. Ich bin gar kein Fan davon. Ich hasse Schichten, vor allem Nachtschicht. Aber zunehmen wegen Biorhythmus, nein, du nimmst nur zu, wenn du dich scheiße ernährst, im Kalorienüberschuss bist und keinen Sport treibst. Wie teilst du deine Makros auf? 40, 40, 20? Unterschiedlich. Also meine Makros sehen momentan so aus. Ungefähr 350 Gramm Protein, 250 Carbs und 70 Fett. Ungefähr Pi mal Daumen. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Nächste Frage. Wie unterscheidet sich Stefan von einem alten Coach? Also ich bin jetzt ungefähr seit 2 Monaten bei Stefan und es läuft wirklich komplett alles anders. Die Ernährung ist anders. Wir haben einen konstanten Plan. Bei Jacek letztes Jahr hatte ich Carb Cycling durchgehend im System. Ich habe anders trainiert. Joghurt war anders. Ernährung war, wie gesagt, anders. Und zudem hat man bei Stefan feste Pläne, an die man sich halten kann, mit Grammanzahlen etc. Bei Jacek hatte ich nur die Makros vorgegeben, Lebensmittel und so weiter. Also ich habe mir die Mahlzeiten selber gestaltet. Wie lange noch bis Alicante? Wuppertal steht hinter dir. Die kranke Form. Danke dir, mein Lieber. 8 Wochen sind es. Wuppertal, Support. Nach wie vielen Jahren Trainingserfahrung kann man Joghurt sinnvoll in Betracht ziehen? Also ich weiß selbst, wie viel natural möglich ist. Ich war selbst 2012 bei der GmbF als Full Netty auf der Bühne. Deswegen würde ich erstmal sehr, sehr lange trainieren. Aber das hängt natürlich auch vom Ziel ab. Ich würde sehr, sehr lange trainieren und erstmal natural das Größte rausholen, was möglich ist. Wann hast du richtig mit Bodybuilding angefangen? Boah. So richtig jetzt, also GmbF-Wettkampf zähle ich nicht mit dazu, das war wirklich Schrott, was ich da fabriziert habe. Ich würde sagen seit 2015, also so richtig ist jetzt 5 Jahre. Woher diese Muskeln? Habe ich im Aldi gekauft. Wie viele Stunden Schlaf am Tag? Safe 8. Bei mir klappt es nicht immer mit den 8 Stunden. Also ich mache meistens, schlafe ich 6 bis 7. Aber tagsüber gibt es bei mir noch 1-2 Powernaps. Von einer Stunde oder halbe Stunde. Was machst du in deinem Beruf? Boah, ich gehe gerade berghoch, deswegen bin ich so außer Atem. Zudem noch Klänt drin. Ne? Was machst du in deinem Beruf? Ich bin Chemikant, wie schon gesagt. Wir stellen Lacke her für Fahrzeuge. Wie stehst du zu Insulin? Sehr gefährliches Thema. Pre-Workout finde ich schwachsinnig, gefällt mir gar nicht. Post-Workout schon eher, ist ein super Transmitter für die Nährwerte, für die Nährstoffe. Aber man muss wirklich damit aufpassen. Es ist, ich sage immer, Insulin hat nur eine Nebenwirkung und das ist der Tod. Man kann halt unterzuckern. Sollte man Kreatin jeden Tag nehmen für eine längere Zeit? Safe, 5 bis 10 Gramm täglich drin, keine Kuren oder sonstiges täglich drin. Woher aus NRW kommst du? Ich komme aus Wuppertal. Ich mache jetzt kurz einen Cut, weil ich keine Luft mehr bekomme. Welche Tipps hast du für 17-jährige Anfänger? Auf jeden Fall keine Zeit vergeuden, sich direkt einen Coach suchen und das Bestmögliche in kurzer Zeit rausholen. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich verschwendet habe, die ersten Jahre, und mit Jahre meine ich wirklich 3, 4, 5 Jahre, und damals war das nicht so wie heute, dass du zum Beispiel jemanden wie mir oder anderen Leuten eine Frage stellen kannst und der die einfach so beantwortet bei Insta. Es gab Team Andro als Forum, was totaler Schrott war. Und was gab es noch? Muscle and Fitness und die Flex. Dann hat es da so einen komischen Ernährungsplan von Kai Green, den habe ich dann einfach 1:1 nachgemacht. Das ist völliger Blödsinn.
Deswegen sucht euch direkt Hilfe, professionelle Hilfe von jemandem Erfahrenen, der Ahnung hat, und legt direkt los. Woher hast du deinen Gürtel besticken lassen? Das ist eine richtig geile Frage, weil dazu habe ich eine krasse Story am Start. Bleib mal kurz stehen, weil die Story geht etwas länger. Das war 2-3 Wochen nach meinem Wettkampf in Frankfurt, Dennis James. Ich habe morgens früh Cardio gemacht. Und man kriegt ja manchmal bei Insta so komische Nachrichtenanfragen. Und dann schreibt mir irgend so eine komische Seite, Metro, Flex oder irgendwas komisches. 60 Follower. Hey, do you want work with us? Bla bla bla. Ich, wie ich bin, abgefuckt, mach dir eine Memo. Ne, der hat gefragt, ob ich Gym-Equipment brauche. Ich so, yes, man, I need the belt with my name. Und hab den einfach random so ein Bild geschickt von dem Gürtel von Brandon Curry. Auf einmal kriege ich 5 Minuten später einen Videochat von dem Typen. Sitzt da ein Pakistaner mit Headset, keine Ahnung aus welchem Land, und fragt mich Sachen, wie ich den haben will, Design etc., wo ich herkomme. Ich so, ey, krass, das scheint seriös zu sein. Ich mache dir mein Design fertig hin und her. Jetzt kommt das Beste. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich so, okay, den Typen siehst du eh nie wieder. 6 Stunden später kriege ich einen fertigen Gürtel. Also ein Bild. So ein Entwurf, so eine Skizze. Ich so, ey, krass, ja klar, wie viel, bla bla bla. Sagt er zu mir, $50 mit Western Union. Ich so, okay. Riskierst du einfach die $50, 50 Euro ungefähr waren das. Scheißegal, ich fahre zu Western Union, zahl das ein, schick ihm das rüber. Das war an einem Montag. Mittwochs klingelt es bei mir an der Tür. Mittwochvormittag. Ich gucke, Paketbote, ich habe doch gar nichts bestellt. Kommt, die Geschichte ist wirklich wahr. Kommt ein Paket, wo drauf stand Dubai Express DHL. War einfach der Gürtel drin. Für 50 verdammte Euros. Glaube ich bis heute nicht. Dann ein Kollege, Max, wenn du das siehst an dieser Stelle, schönen Gruß. Der hat dasselbe dann gemacht. Das Geld ist weg und der hat niemals einen Gürtel bekommen. Der Pakistaner hat ihn verarscht. Was soll ich machen? Nusret, mein Freund, fragt, was hältst du von Kalle? Brutal, also wie der sich jetzt in dem einem Jahr verändert hat, genau wie Chris, direkt Klassenwechsel, kein Classic Physik mehr, sondern Männer Bodybuilding, also die beiden haben echt, die haben sich brutalst verändert. Ich blende euch mal jetzt hier ein Bild vom Kalle ein, checkt auf jeden Fall seine Seite ab. Wie groß ist dein Zip? Das kannst du deine Schwester fragen. Was kann ich für den Bauchspeck tun? Welche Trainingssplit plus Ernährung? Trainingssplit bei Bauchspeck bringt gar nichts, das ist wirklich nur die Ernährung, muss im Defizit sein, plus Cardio. Und dann geht auch der Bauchspeck weg. Skinny Fit. Ich denke mal, er wollte sagen Skinny Fett. Wie sollte das Training und die Ernährung aussehen? Genau dasselbe. Ist viel zu individuell. Kann man so nicht beantworten. Stimmt, dass Koffein die Einnahme von Kreatin hemmt? Auf gar keinen Fall. Was würdest du Leuten, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, empfehlen? Schaut euch mein Video an, wie teuer eine Wettkampfvorbereitung ist. Und besorgt euch als allererstes einen Coach. Wie viel Ott brauchst du so in der Woche? Genug. Warum filmst du so? Wie fühlst du dich mit der Vorbereitung und welche Auswirkungen hat Social Media? Also ich fühle mich von Woche zu Woche schlechter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Dauerhunger. Performance im Training geht auch langsam den Bach hinunter. Also hohe Gewichte werden nicht mehr bewegt. Ich habe jetzt auch mehr Rest Days eingebaut, weil mir das einfach gut tut, wie ich merke. Zudem habe ich ja noch 60 Minuten Cardio drin, also ich bin schon fast am Ende meiner Kräfte, wobei die nächsten Wochen noch schlimmer werden. Auswirkung Social Media, ganz ehrlich, also ich habe weder Druck bei Social Media, mir macht das Spaß, ich kriege oft Zuspruch, es motiviert mich selber, wenn ich mir Jungs reinziehe, Stories reinziehe, Beiträge und so weiter, also ich finde es cool. Was kotzt dich an der aktuellen Bodybuilding am meisten an? Dass sich das in so eine Rap-Szene entwickelt, finde ich richtig lächerlich. Seitdem ein paar Leute groß geworden sind, finde ich ein bisschen sinnlos. Es ist immer noch Sport und das soll es auch bleiben. Wie kann ich die Brust besser fühlen? Ist eine Stani-Frage, aber habe hierbei Schwierigkeiten. Isolationsübungen, Dehnübungen vor allem. Lass mal das Bankdrücken weg, solche Geschichten. Aber das ist jetzt auch viel zu individuell. Dafür müsste ich mit dir einmal zum Training gehen, mir das einmal anschauen. Vielleicht machst du die Übung ja auch falsch. Kann man so nicht sagen. Wie lange off nach dem Wettkampf? Hängt vom Ziel ab, wann deine nächste Saison geplant ist. Wenn du im Herbst deinen Wettkampf hast und im Frühjahr direkt starten willst, würde ich richen, cruisen. Ansonsten 10 bis 12 Wochen Minimum. Was ist, wenn Alicante nicht stattfindet? Dann geht es 3 Wochen später nach Polen.
nach Warschau, beziehungsweise Katowice, wurde verschoben auf Katowice, was für mich zum Vorteil ist. Wir haben da eine Wohnung. Mein Bruder Chris, wenn du das siehst, fahren wir zu ihm nach Hause in die Wohnung, machen Wettkampf, holen die Pro-Card und fressen Pierogi. Wieso trainierst du jetzt weniger? Rest-Days tun mir gut und ich darf nichts mehr aufbauen, deswegen ein bisschen Piano jetzt. Ich fühle mich danach halt auch besser. Eher Anfang 20 oder Ende 20 mit Void starten, wenn Ü 100 Kilo Profi-Bodybuilding das Ziel ist. Dann auf jeden Fall Anfang 20. Wie lange arbeitest du mit Sinop zusammen? Wirst du wechseln? Ich kann euch eins sagen, wechseln kann ich. Ich habe mehrere Angebote, ohne jetzt zu flexen. Aber ich bleibe Sinop treu. Ich habe jetzt verlängert um 12 weitere Monate. Bin auch sehr stolz drauf. Welche Supplements benutzt du? Da folgt ein eigenständiges Video demnächst. Da erkläre ich euch alle Subs, die ich nehme, die Wirkung etc., Einnahme, Dosierung und so weiter. Was passiert, wenn du dein Gewichtslimit nicht packst? Dann packe ich meine Koffer und fliege in Urlaub. Mit einer brutalen Form. Das war's, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Könnt ihr öfter machen, so ein Q&A. Finde ich ganz cool. Ich denke, euch hat es auch Spaß gemacht. Liken, teilen, abonnieren, Glocke anmachen. Na, Schnauze halten.